Ja, liebe Freunde, da ist er wieder, der Amiga-Ball. Dieses Mal allerdings nicht auf dem Atari ST oder irgendeinem anderen Retro-Computer, sondern quasi als eine persönliche Liebeserklärung an diese Zeit der Home-Computer und an diese Zeit der Eigenbaurechner auf dem Hive-Computer. Ich habe hier umgebaut und was wir hier sehen, ist halt der Hive-Computer so, wie wir ihn vorhin schon in Form der Platine gesehen haben, dieses Mal halt in einem Gehäuse. Ja? Hier haben wir in dem unteren Teil haben wir den Computer selber, den Hive-Rechner. Formschön 80er Jahre Design in einem Teco-Gehäuse. Im oberen Teil haben wir den CPM-Booter von Micha. Ich habe es hier so als Erweiterungsmodul für den Hive installiert. Das ist hier so magnetisch verriegelt gegeneinander. Es ist natürlich, der CPM-Booter ist natürlich kein Erweiterungsmodul direkt für den Hive. Das würde der Sache, die Micha da entwickelt hat, Unrecht tun. Aber es ist ein Modul, man kann mit dem Hive dann quasi mit dem CPM-Router halt unter CPM dann arbeiten. Ja, also es ist ein Z180 basierender Rechner drin. Ja, dann haben wir hier eine PS2-Tastatur angeschlossen, ein VGA-Monitor, Maus, eine Erweiterungskarte. Ja, das ist diese Sepia-Card. Die kann man sowohl extern verwenden wie auch im Gerät selber. Hier ist auch schon eine eingebaut. Hier haben wir einen Joystick. Und noch ein TV-Monitor. Das ist in dem Falle so ein kleiner Rückfahrmonitor aus dem Kfz-Bereich. Ich glaube, das Gerät habe ich, also diesen Monitor habe ich für 28 Euro irgendwo geschossen. Ja, ich dachte, wir gucken jetzt einfach mal uns ein paar Programme an, was er kann und dann, was es schon so an Software gibt, was es an Betriebssystemen gibt. Einfach, dass man mal so ein bisschen einen Eindruck bekommt, was man allgemein mit dem Hive machen kann, wie leistungsfähig er ist, ja, und wohin die Reise geht, ob sich das denn überhaupt lohnt, so ein Gerät zu bauen. Ja, ja, dann denke ich mal, werden wir das mal tun. Okay, jetzt also ein kurzer Rundgang zum Thema Software auf dem Hive, damit man mal ein bisschen einen Eindruck bekommt, was da geht. Ich werde nicht alles zeigen können, ich werde bloß ein paar Sachen mal ganz kurz anreißen. Ja, schalten wir mal das Gerät an. Ich hoffe, man sieht das hier mit den beiden Monitoren, weil ich auch zeigen will, wie man jetzt mit dem VGA und mit dem Videomonitor zusammenarbeiten kann. Ja. Vielleicht am Anfang, weil hier haben wir einen Startvorgang installiert, ist jetzt auf dem Hive das Trios Betriebssystem. Vielleicht deshalb kurz zwei, drei Worte zu den Betriebssystemen an sich. Ja, wir haben insgesamt momentan so drei, vier Betriebssysteme verfügbar. Das eine ist der Klassiker, das ist das Trios. Das ist eigentlich ein Betriebssystem, das ist kommandozeilenorientiert und das ist entstanden so aus dem Werkstattcode, den ich erstellt habe, als ich den Hive einfach aufgebaut habe. Ja, am Anfang war das nur ein kleiner Monitor, dann wurde das Spin-OS. Irgendwer hat dann den Namen Trios gefunden im Forum. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
Also, wenn jemand noch weiß, wer auf den Namen Trios gekommen ist, der soll sich mal melden. Bekommt ein Bienchen. Ich weiß es einfach nicht mehr. Also, es stammt nicht von mir. Ich fand den Namen aber genial. Trios, das ist cool. Gut, das andere Betriebssystem wäre Plexus. Ja, das hat Zille programmiert, Zille 9 im Forum. Und das ist ein grafisches Betriebssystem. Ja, also eine richtige fensterorientierte Oberfläche mit einer Toolbar, mit einem Startmenü, keine Kacheln und mit Icons, und da kann man dann schmucke Sachen machen. Das dritte System, ich wollte es eigentlich jetzt gar nicht nennen, es ist mir aber gerade so eingefallen, da der Startvorgang beim Hive ja konfigurierbar ist und wir auch ein tolles Basic auch von Zille 9 haben, kann man natürlich den Hive auch so konfigurieren, dass er einfach im Basic startet, wie so ein alter Homecomputer. Ja, und dann startet man, das kann man wahrscheinlich sogar flashen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, dann startet man wie auf so einem alten Homecomputer in Basic. Ja. Coole Geschichte, das Basic gucken wir uns nachher eh nochmal an. Und der vierte im Bunde, das ist das Betriebssystem Mental, das stammt auch von mir, ist so ein bisschen ein Experiment. Das ist ein Betriebssystem, was um eine Programmiersprache rundherum gebaut ist. Also ich habe erstmal eine Programmiersprache programmiert. Die ist in Assembler geschrieben, die ist so richtig schnell, das ist so ein Force-ähnliches System. Und um das Force habe ich dann ein System noch gebildet. Das ist Mental. Gucken wir nachher auch mal ganz kurz rein. Jo, alle diese Systeme kann man auch flashen. Ja? Also direkt in die EE-Proms übertragen. Und dann werden die auch ganz schnell, sind die sofort eigentlich beim Anschalten da. Ja, der Ladevorgang ist dann natürlich relativ kurz. Man kann sie allerdings auch von SD-Karte laden. Jetzt haben wir hier das Trios installiert und wir können nachher, das werden wir sehen, unter Trios auch einfach das Plexus per Kommando starten oder auch das Mental starten oder das Basic, ja, wo man es halt auch flashen kann. Da bleibt einem die Wahl. Ja. So, gut, fangen wir mit dem Trios an. Das Trios selber, wie gesagt, ist aus dem Werkstattcode entstanden und ist eigentlich mehr oder weniger eine textorientierte und kommandozeilenorientiertes System. Früher hatte man gesagt ein DOS. Ja. Ist wahrscheinlich so der kleinste gemeinsame Nenner hier auf dem Hive. Ja. Und das Trios kann man in zwei Konfigurationen installieren. Und zwar mit einer integrierten Programmiersprache oder ohne. Wenn man es ohne eine Programmiersprache installiert, landet man sofort in der Kommandozeile Regime. Diese Kommandozeile heißt halt Regime bei Trios. Hier auf dem Hive ist es jetzt mit der Programmiersprache, integrierten Programmiersprache installiert. Und deshalb landen wir jetzt in einem Force. Wir sind jetzt in dem Trios, ist ein Prompt-Force integriert. Ja? Und wir haben jetzt der Prompt, den wir hier sehen, das ist ein Force-Prompt. Und jetzt können wir halt Force-typisch hier auch uns, haben wir natürlich ein Wörterbuch, das können wir uns anzeigen lassen, das ist relativ umfangreich. Das Ganze ist ein Multicore-Force, das heißt, man sieht das auch schon am Prompt, ja, da steht Prompt 0, Cog 1. Ja, also wir befinden uns auf dem Propeller-Chip 0, das Prompt-Force selber kann auch mehrere Propeller-Chips verwalten, und in der Cog 1. Ja, interaktiv in der Shell hier auf dem Hive können wir jetzt drei Cogs bearbeiten, und wir haben auch so eine Art, um das mal zu zeigen, einfach so eine Art Task Manager. Mit dem Befehl Cog Fragezeichen rufen wir den Task Manager auf und zeigen uns an, was in diesen acht Cogs läuft. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon erwähnt hatte, deswegen sage ich es einfach nochmal. Der Propeller-Chip, dieser Mikrocontroller, der die Basis bildet für den Hive-Computer, ist ein Multicore-Mikrocontroller. Und in diesem Chip werkeln acht RISC-Subsysteme. Ja? Und diese RISC-Subsysteme werden von Parallax, von der Herstellerfirma, als COGs bezeichnet, so wie das Zahnrad. Ja? Acht so eine COGs, drei so eine Chips haben wir drin, also haben wir insgesamt 24
RISC-Cores irgendwo zur Verfügung. Warum RISC-Subsysteme? Jede COG besteht eben nicht nur aus einem Core, sondern eine COG besteht aus einem RISC-Prozessor, einem lokalen RAM, wo nur diese COG rankommt. Das sind 2K bzw. 512 mal 32-Bit Registerbank, einer minimalistischen Videologik, IO-Logik und zwei Timern. Also ein richtiges, nochmal ein autarkes Subsystem im Propeller. Davon haben wir 8 Stück. Das sind diese COGs. Und jetzt können wir uns hier anzeigen lassen, was unsere 8 COGs in dem Force hier machen. Von 0 bis 7 sehen wir hier eine Liste. Da habe ich immer was zum Zeigen. Mal was Helles. Ja, hier haben wir diese Liste. Da haben wir COG 0. Und bis 7, also unsere 8 COGs, wir sehen dann, was hier drauf läuft, ja, in dieser Zeile. Wir sehen, auf ein paar COGs läuft hier PropForce. Das ist also wirklich mehrmals gestartet. Und hier haben wir so eine Zeile mit Hinweis auf Drive-Loader, Drive-Int, Drive-Ex. Das ist der Betriebssystem-Loader, das sind der Treiber für das interne Terminal, also das ist die Kopplung quasi zu dem anderen, zu Bellatrix, die sich um diese IO-Bildschirmausgabe kümmert. Und Drive extern ist die Kopplung zu einem externen Terminal. Ich könnte jetzt also wirklich einfach einen PC noch anschließen als serielles Terminal und könnte parallel arbeiten. Ja, also ich könnte dann in dem Terminal auf dem PC könnte ich was kompilieren in dem Force hier. An der Konsole direkt am Hive könnte ich Schach spielen, wenn ich in Force Schachspiel hätte. Ja, also man kann hier wirklich parallel arbeiten mit mehreren COGs. Intern mit der internen Konsole mit 3 COGs. Ich schalte mal auf die zweite COG um. Ja. Und da sehen wir, wir haben jetzt prompt sagt Prop 0 COG 2. Ja. Abfragen sehen wir, wir befinden uns momentan hier auf der zweiten COG. Ja? Also ich kann hier wirklich Dinge tun. Wir können hier mal Folgendes machen, wir können hier in der zweiten COG einfach was kompilieren. Einfach ein Testwort, Test 0ui.loop und abschließen. Also wir kompilieren jetzt einen neuen Befehl, den nennen wir einfach Test. Und das ist in diesem Testbefehl ist eine Do-Loop-Schleife, die einfach ihren Schleifenindex auf dem Bildschirm ausgibt. Ja, das haben wir jetzt in der zweiten COG kompiliert in das Wörterbuch. Und wir können das hier mal anzeigen. Words. Und wir sehen, hier ist unser Testwort. Das hat er jetzt kompiliert. Wir schalten zurück jetzt auf unsere erste COG. Die steht noch an unserem Taskmanager. Und können jetzt hier natürlich unsere COG dieses Testwort aufrufen, was wir eben in der anderen COG kompiliert haben. Ja. Wir lassen die Schleife mal 100 Mal durchlaufen. Da ist sie. Ja. Also wir haben hier insgesamt wirklich mehrere Cores zur Verfügung. Ja. Und wenn man noch ein externes Terminal anschließt, sind es dann insgesamt 3 Stück und man kann hier richtig parallel arbeiten. Schmucke Geschichte, man kann hier auch navigieren mit dem Dateisystem, man kann hier Dateien laden. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt irgendeine Demo, fällt mir jetzt nichts Schönes ein. Das soll es auch gewesen sein. Das Force ist recht umfangreich, man kann eine ganze Menge mitmachen. Wir haben jetzt allerdings noch keinen Editor hier drauf, dass man Quelltexte schreiben kann. Ich denke mal, das wird noch kommen, weil so ein Texteditor oder Quelltexteditor ist eigentlich bloß eine Fleißaufgabe hier auf dem Hive. Ich bin aber einfach noch nicht dazugekommen. Ja. Und ich möchte auch, dass Force mehr mit der Kommandozeile-Regime verflechten. Ja. Wir können jetzt diese Kommandozeile vom Trios aufrufen mit dem Befehl Regime einfach. Ja. So, das tun wir mal. Und jetzt befinden wir uns in der Kommandozeile Regime. Ja, jetzt können wir hier mit dir, bh zum Beispiel das Directory anzeigen. Das ist hier ein bisschen anders gestaltet als in den PropForce. Und wenn wir wieder zum Force zurück wollen, können wir mit Force das jederzeit tun. Und da sind wir wieder. Und da können wir wieder. Achso, unser Force-Wort ist jetzt natürlich weg.
Aber das Forst neu gestartet haben mit einem frischen, mit einer frischen, mit einem frischen Wörterbuch. Ja? Was ich meine mit Vermaschung wäre, dass man interaktiv von Regime aus halt Forstwörter Wörter aufrufen kann. Das wäre mal noch so eine Geschichte. Ja, gut, das zum Trios selber. Jetzt sind wir in der Kommandozeile. Jetzt gibt es hier eine ganze Menge an Systemkommandos. Man kann hier abfragen, wie das im System gerade läuft, was wir für eine Auflösung haben, was unsere Chips für Spezifikationen haben, was auf unserem Plex-IO-Bus los ist und sowas. Ja. Ein Haufen kleiner Tools. Das System ist so strukturiert, dass wir ein Systemverzeichnis haben. Hier gibt es ein Verzeichnissystem und dort befinden sich alle externen Kommandos von dem von der Kommandozeile drin. Wir haben also, wie das so üblich ist in einer Kommandozeile, interne Kommandos und externe Kommandos. Ja. Es gibt dann auch so eine einfache Hilfefunktion mit MAN, kann man sich anzeigen lassen, zu welchen Kommandos haben wir denn so eine Art Manual Pages. Ja, wir haben zum Beispiel zu sysconf oder zur Kommandozeile Regime, sehen wir, haben wir hier eine Manual Page. Also kann man mit MAN Regime diese aufrufen. Ja. Und uns anzeigen lassen, was haben wir denn hier alles für Kommandos. Ja. Jo, das Trios umfasst eine ganze Menge an Kommandos. Da gehören auch eine ganze Menge an Tools dazu. Also wir können zum Beispiel, gibt es für diverse Soundfunktionen entsprechende Tracker. Wir können ja mal so einen HSS-Sound hier einfach mal abspielen mit H-Play. Das ist der Kommandozeilen-Player für diese HSS-Sounds. Ja. Ach nee, das war falsch. Sorry, fehlt jetzt ein Parameter. Sollte man... natürlich auch die Parameter von den Kommandos kennen, die man selber programmiert hat. Ist aber lange her, dass ich das angefasst habe. Ja. So, jetzt spielt er zum Beispiel im Hintergrund, spielt Administra diesen Kraftwerk-Sound ab. Ja. Wir können jetzt ganz normal hier weiter navigieren. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wir können jetzt auch dem Player sagen, zeig uns doch mal an, was der Tracker jetzt gerade spielt. Ja, da haben wir ja so eine Art Tracker-Anzeige. Ja, in einer Kommandozeile. Wir haben allerdings unter Trios, unter dem Regime hier dieser Kommandozeile jetzt nicht mehrere Terminals. Das ist eine sehr, sehr einfache Kommandozeile. Ja. Oder wir können uns anzeigen lassen, HPR, die Register vom Tracker. Das ist auch ganz interessant, wie er so langsam vor sich hin wackelt mit seinen 4 Soundkanälen und naja. Was vielleicht interessant noch wäre, wenn wir von Trios reden und diesen ganzen Türchens, die es so gibt, das erste Programm, was ich je geschrieben habe auf dem Hive, das war der Star Tracker. Den können wir ja mal starten. Wir sind hier gerade wahrscheinlich drin im HSS-Verzeichnis. Kann ich das jetzt auch wieder abschalten? Weiß ich gar nicht. Jawohl, mit Slash S kann ich den Player stoppen und jetzt... Mit STPlay können wir den Star Tracker starten. Das war das erste richtige Programm, was ich auf dem Hive programmiert habe. Da war die Kommandozeile nur ganz rudimentär. Da konnte man gerade so Programme starten und vielleicht noch einen ASCII-Text austypen oder sowas. Ja. Und das ist so ein Tracker, der diese Module mit so einer Star Trek-Oberfläche spielt. Ja. Dafür musste ich dann auch schon einen Bellatrix Loader implementieren, dass man also in diesen, das war
in diesem Bellatrix-Chip einen eigenen Code laden kann. Ja, das war noch nicht da und das musste ich extra für dieses Star Trekker, habe ich das in die Gänge gebracht. Ja gut, will ich jetzt gar nicht so drauf rumreiten, sonst wird das hier wieder zu irgendwas Laberstunde und die Videozeit sprengt wieder alle Normen. Ja, vielleicht mal zu den einzelnen Extendern, die so verwendet werden von Dateinamen. Normale BIN-Dateien werden einfach in dem Regnatix-Chip gestartet. Und wir haben ja noch diese beiden anderen Propeller-Chips. Oh, jetzt ist er mehr Sturz. Und wir können in diesen Propeller-Chips, in diesen Slaves, auch einen Chipcode laden. Also wir können jetzt zum Beispiel, wenn wir keine HSS-Module abspielen wollen, sondern wir wollen SID-Sounds abspielen. Also diese das Soundsystem in Administra ist ja blanke Software. Ja? Und jetzt mit dem jetzigen Code, den wir drin haben, können wir abspielen HSS-Tracker-Module und Waves. Ja? Und es gibt aber noch eine Software von dem Halebrand, das ist die SID-COG. Die emuliert in einer COG diesen legendären SID-Chip vom C64. Ja? Und das können wir, da gibt es einen Chipcode für den Administra, den können wir einfach laden mit ADM-SID. Mache ich jetzt mal nicht, weil ich will mal zeigen, wie sich das so verhält. Und dann hat der Hive zwei SID-Chips drin, die in Stereo dort was ausgeben können. Ja? So, wir gehen mal ins Verzeichnis SID. Da habe ich lauter solche SID-Sound-Dateien drin. Das sind Original-Sounds von irgendwelchen C64-Spielen. Hier habe ich jetzt in dem Verzeichnis vier Stück. So, und wenn man die mit dem Kommando, der Kommandozeilen-Tracker hierfür für SID-Sounds wäre S-Play. SID-Play. Slash D würde jetzt alles im Verzeichnis abspielen. Machen wir mal. Was sagt er mir? Er hat jetzt als erstes den Administra-Chip angefragt. Mensch, kannst du überhaupt SID-Dateien abspielen? Und der hat gesagt, nö, kann ich nicht. Ja? Und wir müssen vorher diesen entsprechenden SID-Code laden, ADM-SID. Und das ist eigentlich eine Datei, die heißt admsid.adm. Ja? Und anhand von diesem, den Extender brauchen wir aber nicht mitschreiben, ja? Anhand von diesem Extender erkennt Trios, was ist das für eine Datei? Ist es eine BIN-Datei, dann wird sie in Regnatix geladen. Ist es eine ADM-Datei, dann wird sie in Administra geladen. Und ist es eine Bell-Datei, dann wird sie in Bellatrix geladen. Ja? In dem Falle jetzt guckt Trios, wenn ich das jetzt starte, nach, findet die ADM-SID, guckt nach dem Extender, ist eine ADM-Datei, lade ich in Administra-Chip. Das macht er jetzt. Und jetzt können wir nochmal den Player starten. Und oh Wunder, er schimpft nicht mehr, weil er hat bei Administra angefragt und Administra sagt, na klar, kann ich SID abspielen und dann tut er das auch. Ja. Und ich kann natürlich auch wieder diesen Originalzustand wieder herstellen mit ADM-Sys. Das ist das wieder für der Bootcode für Administra. Ja. So, jetzt mal das war ja ein Administra-Code, den wir geladen haben. Jetzt mal zu einem Bellatrix-Code geht das auch. Beim Star Trek haben wir das schon gesehen, da wird so ein Bellatrix-Code geladen, welcher dann so eine Star Trek-Oberfläche, so eine grafische darstellen kann. Jetzt wollen wir mal in Bellatrix einen Code laden, um einfach von VGA, die VGA-Grafikkarte zu ersetzen durch eine Videografikkarte, die einfach auf einem Fernseher was ausgibt. Also hier in unserem Falle dieser kleine TV-Monitor. Ne? Dazu müssen wir nur eingeben TV. Diese Datei TV. Liegt im Systemverzeichnis und heißt eigentlich TV.bell. Ja? Und damit weiß das System wieder, aha, der guckt TV, ah, da gibt es ein TV.bell, starten wir in Bellatrix. Ja? Wir brauchen nur das TV eintippen. Jetzt wird das nach Bellatrix geschoben. Und oh Wunder, ja, unser VGA-Bild verschwindet und wir können auf einem Fernseher arbeiten. Ja. 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 Das geht. Und mit VGA
können wir wieder umschalten auf unsere VGA-Grafikkarte, indem wir in Bellatrix den entsprechenden Code starten. Ja. Das ist mal eine interessante Geschichte, wo man mal sieht, wie Trios damit umgeht und was man macht. Man hat halt hier ein bisschen ein anderes Konzept. Man hat halt wirklich drei gleichartige Chips, wobei einer dort im System den Master spielt, das ist Regnatix, und zwei Slaves. Man kann manche Programme bestehen halt wirklich aus drei Binärdateien für jeden Chip ein. Ja, wenn ich also zum Beispiel Plexus lade, die grafische Benutzeroberfläche, diese Datei, dieses Betriebssystem startet in jedem Chip einen eigenen Code. Ja, und damit bekommt man natürlich auch wirklich die Kontrolle über das gesamte System. Ja. Und hier sehen wir noch was anderes. Hier sehen wir zum Beispiel die Datei rec.sys. Das ist die Datei, die beim Starten geladen wird. Ja, und zwar ist das regime.sys in dem Fall, oder regnatix.sys, wie man es sehen möchte. Könnte man jetzt austauschen, wenn man dort was anderes reinkopiert in diese Datei, oder einfach in die Root Basic rein, Basic.bin hinkopiert und umwandelt oder umbenennt in rec.sys, wird dann eben Basic beim Starten, beim Anschalten gestartet. Ne? Jo, das soll es mal so zu Trios und Regime gewesen sein. Ist ja auch nicht so sehr aufwendig, es ist halt ein DOS. Ja? Und das kleinste gemeinsame Nenner auf dem Hive ist, Binärdateien in den drei Chips zu starten, auf welche Art man das tut, ob man es per Kommandozeile macht oder grafische Benutzeroberfläche, ist ja dann eine ganz andere Geschichte. Ne? So, wir gucken uns mal das Basic an, mal so als nächste Sache, was möglich wäre. Wir haben hier ein Verzeichnis, Basic, da wechseln wir mal rein und dann starten wir mal dieses, jenes, welches. Das stammt auch von Zille 9, war sein Erstlingswerk. Und ist hervorgegangen so aus dem Femto, ich glaube aus dem Femto Basic. Ist aber jetzt so erweitert, dass es mit dem alten Femto Basic quasi nichts mehr zu tun hat. Ja. Also ich denke mal, das ist komplett neu programmiert. Gegenüber dem Femto Basic speichert dieses Trios Basic von Zilla den Quelltext auch in dem externen RAM. Das heißt, wir haben ewig viel, können wir uns das anzeigen? Print free, 131k frei, Kilobyte frei für Quelltexte. Das ist natürlich ein Haufen Holz für Basic. Ja. Zumal in dem externen RAM auch noch Puffer bereitgestellt werden für Grafiken und so weiter und so fort. Ich lade einfach mal einen kleinen Quelltext. Load, wie hieß denn das Ding? Beep. Achso, wir können es uns ja anzeigen lassen. CLS. Hier, und dann können wir hier mal gucken, was haben wir hier? Basic, Bin, Banner, Bass. Beep, Beep. Gucken wir uns mal an. Load. Beep.bass. Zit. List zeigt uns, wie bei jedem Basic, das Ganze an. Und dann können wir einfach mit dem RAN starten. Ist ein kleines Programmchen, was hier mit dem Beep-Kommando einfach mal ein bisschen rumspielt. Nichts Aufregendes, aber so eine kleine Demos liegen dem Basic eine ganze Menge bei. Und das ist auch schön so, das ist richtig schön für Einsteiger gemacht. Man kann dann gucken, wie wurde das gemacht, sind noch ein paar Spiele dabei und so weiter und so fort. Hier ist auch eine Hilfe integriert, die können wir ja mal starten mit F1. Und dann haben wir hier diese ganzen Befehle gleich mit entsprechenden Beispielen. Also ich finde, das ist wirklich klasse geworden. Ja. Und zudem liegt dem Basic ein richtig toll geschriebenes, langes, umfangreiche PDF-Dokumentation bei. Also das, es ist jetzt keine Rakete von der Geschwindigkeit, das ist klar, es ist ein Basic, aber es ist sehr umfangreich, es hat sehr komplexe Kommandos, wir können jetzt also hier auch wirklich mit einem Kommando so einen Sit-Sound abspielen.
Play. Was haben wir jetzt zur Verfügung hier? Auto.dmp. Und damit spielt dieses Basic, gibt dem Administrator den Befehl, das abzuspielen. Und wir können hier aber ganz normal weiterarbeiten. Ja? Und das kann man natürlich auch für kleine Spielchen und für irgendwas nutzen. Ja? Also ich finde eine feine Geschichte. Ja? Sehr schöne Sache. Ja, gut. Soll es mal gewesen sein, kriege ich das so von aus hier? Jetzt müsste man die Dokumentation kennen. Was machen wir als nächstes? Gucken wir mal auf die Liste. Basic hatten wir, TV-Modus hatten wir auch. Vielleicht zum TV-Modus mal noch eine Geschichte. Wozu brauchen wir überhaupt den TV-Modus hier auf dem Hive? Hätte nicht ein VGA-Modus gereicht? Ja, das ist natürlich eine Frage. Wir haben der Ressourcen. Ganz einfach der Ressourcen. Ja, zum Arbeiten ist natürlich der VGA-Monitor super toll. Ja, mit seiner Auflösung und mit dem tollen Zeichensatz, den Parallax auch in die Propellerchips eingebaut hat und ist das eine schöne Sache, eine angenehme Sache zum Arbeiten. Aber für kleine Games oder um ein bisschen was mit Grafik zu machen, ich habe hier, kann ja mal starten, ich habe so einen Grafikmodus eingebaut, so verschiedene Grafikmodis in Trios. Richtig fertig ist momentan nur der Grafikmodus G0, das ist so ein Vektor. Orientierter Grafikmodus. Ich starte den einfach mal und der arbeitet natürlich mit dem TV-Monitor. Da haben wir eine geringere Auflösung und damit natürlich, wir müssen mit 32, maximal 32K Bildwiederholspeicher klarkommen. Wir können aber diese 32K in der Regel nicht komplett nutzen, weil wir da ja auch noch Code liegen haben. Hier in dem Falle für den G0-Modus läuft in Bellatrix noch so eine Vektor-Grafik-Engine. Ja. Welche dann Vektorobjekte, Pixelsprites, Vektorsprites und so weiter und so fort selbstständig zeichnet. Ja? Also wir brauchen dann von unserem Basic aus oder von irgendwas oder vom Force aus oder von Spin aus nur Befehle geben, zeichne jetzt bitte mal an dieser und oder jener Stelle irgendein Sprite oder bewege das und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, wir haben mit 32K kann man keine Riesensprünge machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen würden VGA-Monitor 800x600, Regime arbeitet in der Regel mit 1024x768, wir würden nicht mal in 800x600 monochrom ein Bild speichern können in 32K. Einfach mal nachrechnen, ja, und in Farbe schon gar nicht. Aber auf dem TV-Modus können wir da natürlich eine ganze Menge machen. Ja. Das sind so die Sachen, die man in diesem Grafikmodus machen kann. Dieser G0-Test liegt dem Trios mit bei. Der Grafikmodus E. Und wie alles bei Trios liegen natürlich zu allen Kommandos, zu dem gesamten Betriebssystem, liegen die Quelltexte da. Das ist nicht sehr groß. Das ist so ein Betriebssystem für ein Hive, programmiert man in 2-3 Monaten. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Und man kann hier im Trios reinschauen, was wird denn da in der Kommandozeile gemacht. Man kann da in Spin ist das ja alles programmiert, man kann dort eigene Kommandos dazu nehmen und natürlich man kann gucken, wie ist denn jetzt dieser Grafikmodus aufgebaut. Ja? Oder dieses Demo G0-Test, wie wird denn da so ein Vektorobjekt gezeichnet und. Ja, dadurch, dass die Quelltexte beiliegen und das alles bloß Software ist und alles unter einer entsprechenden offenen Lizenz läuft, und ist ja Open Source alles, was mit Software hier zusammenhängt. Auf dem Hive kann man da eine ganze Menge machen. Ja. Jo. Ja, vielleicht zum TV-Modus noch zwei Sachen. Einfach mal eigentlich, es gibt ein Tutorial, Build Your OS, das gibt es auf der Webseite vom Hive-Projekt. Und da gab es so einen Bellatrix-Code, hatte ich das als Beispiel drin. Das ist für so eine Matrix-Anzeige auf VGA und gleichzeitig erzeugt eine COG.
noch ein Videobild. Ja? Und das läuft parallel jetzt gerade. Ja? Also ich habe jetzt gerade quasi zwei Grafikkarten am Laufen. Ja? Das ist mal so ein Beispiel, was so geht. Ja? Oder zum Beispiel ein einfaches Spiel. Ach so, zur Softwaregeschichte allgemein. Es gibt, sag mal, was ist denn los hier? Es gibt sogenannte Toolboxen. Also ich bin bemüht, bestimmte Demos und kleine Tools oder sowas in einer Toolbox zusammenzufassen. Und bis jetzt habe ich zwei Toolboxen veröffentlicht, gibt es auf der Webseite. Da liegen diese Programme drin, inklusive Quelltext. Zum Beispiel in Toolbox 2 haben wir diverse kleine Spiele, diverse kleine Demos. Wir haben dort Boulder Dash als Game, inklusive Quelltext und allem drum und dran. Ja? Wir gucken mal bei Toolbox 1 rein. Das sind eine ganze Menge. Toolbox 1 sind lauter Demos, die mit diesem Grafikmodus 0 arbeiten. Ja? Zum Beispiel 5-Scroll. Ist im Übrigen jetzt auch ein Bellatrix-Code. Der wird einfach nach Bellatrix geladen. Startet dort diesen G0 Grafikmodus und macht jetzt einfach, realisiert so eine Art Scrolltext, ja, und zeichnet so ein Vektorobjekt. Ja. Man kann dann in Quelltext reinschauen, wie wird es gemacht. Ist ein ganz einfacher Quelltext und diese Toolbox 1, da sind lauter so eine kleinen Grafikdemos mit diesem G0 Grafikmodus, aber dort sind auch ein paar Sounddemos drin. Zum Beispiel laden wir mal ADM-SID, die SID-Emulation. Wie spiele ich so einen SID-Sound ab? Ja, da gibt es hier eine Demo, das ist die 15, das Demo 15, SID 1 spielt. Das ist so ein minimalistischer Tracker. Ja, man sieht hier diese drei Soundkanäle von einer SID-Emulation und er spielt hier so einen Endlos-Sound an. Ab direkt von Marignatix. Kann man reingucken, wie funktioniert, wie setzt man da so eine Hüllkurve und so weiter und so fort. Ja. Liegt immer gleich der Quelltext mit bei. Ja. Oder es sind auch so kleine grafische Spielereien, wie zum Beispiel so kleine Animationen, die gleichzeitig mit der Maus interagieren. Ja. Ganz kleine Sachen, wie arbeite ich mit dem Koordinatensystem. Hier kann ich zum Beispiel drei so eine Kugeln, die irgendwie mit solchen Gummibändern gekoppelt sind, kann ich hier mit der Maus bewegen, ja, und kann das damit was machen. Könnte man ein kleines Spiel draus programmieren oder irgendwas, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Also sowas gibt es in diesen Toolboxen. Und in der Toolbox 2 sind da noch ein paar, wie gesagt, kleine Spiele. Da gucken wir auch mal ganz, ganz kurz rein. Nur mal ganz kurz, damit es nicht so lange dauert. Da haben wir drin Shoot. Da ist drin der Starttracker. Ja, inklusive Quelltext. Da sind Demos. Was sind da für Demos? Keine Ahnung. Was habe ich da reingepackt? Ach, Vektor-Demo und 3D-Multi, alles klar. Aber wir gucken jetzt bloß mal den Shooter an. Das ist natürlich ein richtig tolles und anspruchsvolles Game. Nein, Shoot stammt eigentlich von, das kann man auch nachlesen im Blog, da habe ich was drüber geschrieben, von einem Japaner, der experimentiert, ich glaube Propfen hieß, mal gucken im Blog, experimentiert dort mit, hat mit diesen Propellerchips experimentiert und hat diverse kleine Games geschrieben und was kann man damit machen und blablabla und da hatte ich diesen, er hat auch so ein Video, das ist verlinkt im Blog, und er hat diesen kleinen Shooter geschrieben. Das ist ein ganz einfaches Spiel, ja, hier, da kann man und rumballern und machen. Oben werden die Punkte mitgezählt. Es hat jetzt noch keinen richtigen Sinn, das Spiel. Also hier fehlen, was weiß ich, noch spezielle Spielelemente und Endboss-Gegner und was weiß ich. Ja, aber ich fand es schon mal ganz toll und habe das einfach auf dem Hive dann angepasst. Ich dachte, das musst du haben, das fetzt. Und das ist so mit diesem Grafik 0
Treiber eigentlich mit sowas Ähnlichem gemacht, ja. Und dann habe ich die Musik dazu gemacht und noch diesen Sound und den Musikplayer, der im Hintergrund läuft und hier, ja, das so ein bisschen vervollständigt. Ja, Quelltext liegt mit bei und das sind so Einstiegspunkte, wo man dann auch selber mal gucken kann, Mensch, ich möchte mal ein kleines Game schreiben oder sowas, ich hätte da mal Lust zu, kann man mitarbeiten. Wir haben hier auch sehr, sehr viele andere Spiele. Wie gesagt, ob das Boulder Dash ist oder Defender oder Donkey Kong und so weiter und so fort. Viele von diesen Spielen stammen aus der amerikanischen Community. Wir haben ja hier unsere Community, die sich so um den Hive schart. Um den Propeller Chip selber ist es ein bisschen ruhig in Deutschland. Der ist da nicht so vorbei. Leider, finde ich, ist ein sehr faszinierender Chip. Aber die Amerikaner haben dort ein tolles Forum, das, was man auch auf der, also die, quasi von der Firma Parallax wird dort diese Community gepflegt und da kommen wirklich tolle Software, diese Sit-Emulationen und der, viele Grafikroutinen und viele Sachen, die dort aus der Community stammen, zum Beispiel ein Zilog-Emulator, welcher aus so einer Cock in 8080 macht oder Z80, ja, dann kriegt er sogar ein CPM noch zum Laufen und so weiter. Also es gibt da so eine Unmenge an Sachen und auch viele von diesen Spielen waren eigentlich programmiert, dass auf einem Propeller-Chip laufen, wie zum Beispiel dieses Boulder Dash. Und das habe ich mir geschnappt oder Zille hat viele Spiele umgesetzt und das haben wir dann auf dem Hive angepasst, weil ja da der Sound auf einem anderen Chip läuft und weil die Pin-Belegungen ein bisschen anders sind, ja, und haben das jetzt hier auf dem Hive zur Verfügung. Ja. Also es lohnt sich, wer viel mit den Propeller-Chips auch machen möchte, da auf jeden Fall dann die amerikanische Community da mal reinzuschnuppern. Ne? Jo, mal, was haben wir noch? Was wäre mal noch so interessant? Toolboxen hatten wir, TV-Modus hatten wir mal angeschaut. Auch ja, im Trios mal so einfach, was geht an Tools. Ich habe hier so einen File Manager geschrieben, das ist so, dachte zum Hin und Her kopieren, dass man mal was hat. Wir haben auf der linken Seite haben wir die SD-Karte, auf der rechten ist die RAM-Disk, die im externen RAM verwaltet wird. Jetzt kann ich hier irgendwelche Dateien halt einfach rüber kopieren. Ja? Zack, F3, kopieren wir einfach mal rüber. Dann haben wir die RAM-Disk, können hier Dateien hin und her jonglieren. Das sind so Programme, die funktionieren eigentlich ganz gut unter Trios. Wir haben dort in dem Bellatrix-Code drin eine entsprechende Fensterroutine. Zille nutzt die auch im Basic zum Beispiel. Ja? Also neben diesen Soundroutinen kann man auch sehr gut in dem Basic mit Fenstern hantieren. Ja, das ist also eine tolle Geschichte. Und das sind so diese Art Tools, deswegen zeige ich das hier, was man machen kann. Man könnte hier einen kleinen Texteditor schreiben auf der Basis oder wir gucken uns jetzt einfach mal den alten Menüs, habe ich noch nicht implementiert. Sowas wie der File Manager, das ist eine Sache, die programmiert man an zwei Wochenenden auf dem Hive. Ja, da ist nicht wirklich viel dran. Ja. Oder was unser Jörg ja programmiert hat, ist ein IAC-Client, nutzt auch, läuft sehr gut unter Plexus und unter hier auf dem Trios, das gucken wir uns gleich mal an, und hantiert natürlich hier viel mit diesen Fensterroutinen. Ja. Und was natürlich ganz toll ist, Jörg hat sich das Netzwerkcodes mal angenommen. Wir haben ja nun einen Netzwerkchip drauf auf dem Hive und ich hatte bloß so eine Art als Demo-Code mal so ein Code aus der amerikanischen Szene angepasst, wo man dann einfach den Hive als Webserver, kleinen Webserver laufen lässt und damit man sieht, ob dieses Netzwerkinterface funktioniert. Das werden wir nachher auch noch sehen, wenn wir den Hive dann aufbauen im Tutorial. Wenn wir den in Betrieb nehmen, ist das eigentlich das Testprogramm. Ja? Aber wir hatten noch keinen richtig systematischen Netzwerkcode.
Und Jörg hat jetzt einen geschrieben und hat auch einen FTP-Client geschrieben, wo man also Downloads machen kann mit dem Hive aus von irgendeinem FTP-Server und ein Tool, IP-Config, wo man dann die IPs einstellen kann und so weiter und so fort. Und diesen tollen IRC-Client, ich logge mich jetzt mal ein. Wir haben einen Kanal auf Germany Elite IRC-Server. Da haben wir einen Kanal Hive, wo sich halt die ganzen Drohnen treffen. Ja. Also das ist so, das, sowas kann man mit dem Hive machen, das kann er. Ja. Man wird jetzt kein, oder ich kann es mir nicht vorstellen, dass man jetzt zum Beispiel einen Browser, einen Webbrowser programmieren kann, der noch JPEGs auf den Webseiten darstellt. Man würde vielleicht gerade so einen Webbrowser wie diesen textorientierten Webbrowser, den Lynx oder sowas hinkriegen, ja? Oder ein Mailprogramm. Aber eben, mehr geht dann eben nicht. Ja? Das ist das, was geht. Aber ich finde, das ist auch schon eine ganze Menge. Man kann da sehr, sehr viel experimentieren. So, jetzt loggen wir uns mal ein auf unserem Kanal. Wer ist da? Drohne 235 ist da und Yeti ist da. Ja, ich will jetzt hier auch gar nicht das weiter ausrollen, logge mich auch gleich wieder aus. Damit wir hier niemanden stören. Ja. Es soll ja nur mal zeigen, was geht. Ja, IP-Config zum Beispiel. Ja, slash L listet uns mal unsere Netzwerkeinstellungen. Ja. Also das stimmt von Jörg. Oder mit sysconf können wir jetzt zum Beispiel, könnten wir uns anzeigen lassen, wie sind denn unsere Farben konfiguriert. Nö, können wir nicht. Wir sollen die Manual Page lesen, sagt er. Ah, mit C-Info, ja, alles klar. Sysconf slash CI für Info. Da sehen wir, das ist unsere aktuelle Farbpalette. Wir könnten zum Beispiel auf so eine helle Farbpalette umschalten oder blau, wie auf dem alten C64. Sysconf cload blue.col. Ich denke, ich glaube, den gab es. Und da sind wir. Ja? Wunderbar. Sysconf. Wie sieht die Farbpalette aus? Ja, Schmuck. Oder was Helles geht auch. Black and White. Half. Köln. Ja. Sysconf. Jawohl, so sieht es aus. So, nur noch mal ganz schnell als dritte Variante jetzt das Mental und dann würde ich das hier auch erstmal abschließen wollen. Wir haben dann zwar noch Plexus, aber das ist noch mal ein eigenes. Ich denke mal, da machen wir noch mal eine eigene Folge im Tutorial, was da so geht. Ja. Mental wird von der SD-Karte einfach mit M gestartet, tauscht alle drei Codes aus. Wie gesagt, kann es auch geflasht werden. Kern ist ein sehr, sehr schnelles Force, also für mein Verständnis ist es überhaupt das erste Force, was ich selber programmiert habe. Und das ist auch der Grund, warum es das Mental überhaupt gibt. Ich wollte schon immer mal ein Force selber programmieren, weil nur so verstärkt steht man auch, wie ein Force intern funktioniert. Ich bin ja auch nicht so der große Software-Spezialist. Mich interessiert es aber, ich finde es faszinierend und man wird ja auch nicht dümmer von. Also habe ich mir gesagt, okay, programmierst du einfach mal ein Force selber. Warum ich mir nun gerade so einen Exoten dafür ausgesucht habe, wie dem Propeller-Chip, weiß ich ja auch nicht. Wahrscheinlich habe ich da so eine masochistische Ader. Ja, wir haben hier als Kern von dem Betriebssystem ein Force und das ist auch noch verteilt über drei Chips. Das ist also so eine Art Multicore-Force. Ja. Aber nicht so wie das Prop-Force, dass ich jetzt mehrere Force-Sachen auf dem Kurs starten kann. Soweit bin ich da auch noch nicht. Ich habe mich da eher orientiert an diesem Retro-Computer, diesem Jupiter Ace, welcher als einziger Home-Computer jemals ein Force als Betriebssystem hatte. Ja? Die anderen Home-Computer, diese 8-Bitter,
damals, die hatten alle Basic und der Jupiter ist der Force. Fand ich cool und das ist auch ein sehr einfaches Force. Ich habe leider keinen Jupiter Ace. Ich finde den aber sehr faszinierend. Und mental sollte so in die Richtung gehen. Ja? Es sollte schnell sein, es sollte einfach sein. Es gibt hier also nicht so viele Wörter wie im Prop Force. Das ist also ein sehr überschaubarer Befehlssatz. Es sollte, wie gesagt, schnell sein, einfach autark. Ich kann also mit dem Hive, nur mit dem Hive programmieren. Ja, ich brauche also keinen Host-Computer jetzt dafür. Und ja, das waren so die Eckdaten. Ja. So, und wir haben hier also jetzt zum Beispiel auch sofort einen Quelltext-Editor drin. Ja. Ja, da können wir hier jonglieren zwischen den, das ist natürlich ein Screen, so ein Screen-Editor, Force-typisch, ja, und wir könnten jetzt hier wirklich reingehen und hier gibt es ein Hallo Welt, das steht da als Quelltext, ne? Ja, und könnten hier was machen, ja, oder es gibt hier so eine Art Volumes, die nenne ich hier Tape, ja, und es gibt hier ein Sys-Volume, das ist das, was beim Starten aktiviert wird und wo auch die Startscreens drin liegen. Ja? Ja, das ist zum Beispiel der Startscreen. Hier oben sieht man die Willkommensmeldung. Ja? Und dann werden hier diese Worte, die werden noch rankompiliert. Halt. Hier der nächste Screen auch noch und der Screen auch noch. Das ist das, was, wenn ich jetzt einfach ein Reboot-Kommando im Moment halte, was kompiliert wird und zack, fertig. Ja, dann die Dinger mit ans System kompiliert. Könnte ich da auch ändern. Wir können ja jetzt mal analog, wie wir das vorhin im PropForce gemacht haben, hier auch ein Wort schreiben. Dazu, das ist mehr so farblich kodiert, weil ich hier so vorgeparsten Quelltext erzeuge auf dem Bellatrix-Chip. Dann machen wir hier auch ein Testwort und auch eine Schleife, geben einfach den Schleifenindex aus, schließen die Schleife und schließen das Wort. Das war alles. So, Würz und wahrhaftig als oberstes Wort sehen wir hier Test, hat er kompiliert. Ja. Und wenn wir das jetzt starten, lassen wir mal 1000 mal durchlaufen. Und da läuft's. Ja. Ja, das soll es jetzt mal so gewesen sein rundherum. Ich denke mal, das gibt mal so einen Überblick, was mit dem Hive so geht. Und als nächstes werden wir uns jetzt mal die Innereien des Hives genauer anschauen. Das heißt, wir schauen uns mal an das Blockschaltbild. Und beschäftigen uns mit der Frage, warum haben wir denn da drei so eine Mikrocontroller drin und nicht nur einen? Ja, das ging ja auch. Und wie sind die miteinander vermascht? Was macht da jeder von den Mikrocontrollern? Wieso heißt denn das Ding überhaupt Hive? Ja? Und wenn wir das am Blockschaltbild uns angeschaut haben, schauen wir uns mal ganz konkret physisch diese Realisierung auf der Platine an. Das heißt, gucken wir mal, was für Chips sind da auf der Platine drauf und was haben wir da für Anschlüsse. Okay, also dann, let's go.